Offizielle Teil. Ich darf Sie herzlich begrüßen und willkommen heißen. Seit 1871 macht der Hofer Werschklamont die Hoferinnen und Hofer glücklich und auch die Gäste. Und wir feiern das jetzt zum dritten Mal, dieses Jubiläum, am 6. September. Und ich freue mich über den guten Besuch und dass ich auch einige besondere Gäste noch begrüßen darf. Hier an meiner Seite sind auch heute die Frau Bürgermeisterin Bier und der Herr Bürgermeister Auer, die stehen schon bereit am Werschtlerkessel. Ich habe einen Ehrenbürger der Stadt Hof gesehen, den Wilfried Anton. Und ich habe auch einige Applaus, genau, schön, Wilfried. Und ich habe auch einige Damen und Herren aus dem Stadtrat gesehen, den Herrn Dr. Adel, den Herrn Herbig, die Frau Hering, den Herrn Kaiser, den Herrn Kampschulte. Alle anderen mögen bitte sich melden, die ich noch nicht entdeckt habe. Dann sind Sie auf jeden Fall herzlich gegrüßt. Und den künftigen Preisträger des goldenen Werschklamonts sehe ich auch schon, aber das verrate ich nicht. Das dauert nämlich noch ein bisschen, bis wir dazu kommen. Ja, ich möchte zum Geburtstag eine kleine Geschichte erzählen. Die ist nicht historisch jetzt verbrieft, also bitte nicht überprüfen anhand alter Akten, sondern ich möchte einfach eine kleine Zeitreise machen in die Vergangenheit. 150 Jahre, denken wir uns zurück. Die Kinder, die den Werschklamont heute so lieben, sind in die Schule geschickt worden, vielleicht mit einem Apfel oder mit einem Brot. Und am Schulhof war kein H-Senser, Colt-Wernser zu hören. Die Arbeiter haben in der Pause in ihre Brotzeitbüchsen geschaut. Kein Werschklamont hat gepfiffen und hat sein Kommen angekündigt. Mancher Besucher ist in der Stadt umhergeirrt und kein freundlicher Werschklamont konnte ihm den Weg zeigen oder konnte ihm eine Auskunft geben. Vielleicht war es noch kalt, kann man sich jetzt heute gar nicht vorstellen. Wir haben noch so eine schöne Sommerwoche. Vielleicht war es auch noch kalt und nichts hat geduftet und nichts hat gedampft an den Straßenecken. Und eines Tages war er da, der Hofer Werschklamont, war unterwegs mit seinem Kessel, gut ausgestattet mit dem Bredlerkorb und ist durch die Straßen gegangen. Und es war der Grundstein gelegt für heimisches, geschmackvolles Fastfood für unterwegs.